So, herzlich willkommen zurück zur ESL Thinkfast Razor League, zweiter zweiten Gruppenphase zwischen Chilibili und Kotz. Chilibili haben das erste Spiel gewonnen, Best of Two und so. Jetzt geht's zurück. Und wie No Plan B schon gesagt hat, wenn wir kein Lag haben, dann wird das ein Easy Game. Von daher bin ich sehr gespannt, wie das die Gods denn so mit dem Easy Win machen werden. Und eine weitere. Wait, what? Haben Sie das jetzt. Ist es bei dir auch gerade kaputt gewesen am Anfang? Nee, bei mir ist alles in Ordnung. Okay, bei mir war halt am Anfang so, vor dem ersten Bann, war das rechts oben, das Feld hat so geleuchtet. Also von wegen, jetzt ist. Sie müssen den fünften Pick von Gods jetzt gerade machen. So sein sie, hä? Haben sie jetzt irgendwas gepatcht gerade seit eben? Dass es jetzt irgendwie spiegelverkehrt geht und so, du fängst halt irgendwie von rechts an zu picken oder so. So, Sehr wait. Arabische Version. Geht bei von rechts nach links. Ja, auch gespiegelte Version einfach. Ein Monitor für links und ein Monitor für rechts und dann. Na gut. Ja. Ja, Schauen wir wir sehen mal. wieder unsere Standardbands. Viper, 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 Viper. Viper. Viper? Nein, Oh, na wollen Sie gut. wollen nicht den Void abgeben. Jetzt Viper. Ja, natürlich. Easy. Das ist so. Oh, come on. Aber ich glaube, also Ogre könnten sie nochmal picken. Allerdings vielleicht die Mitte, weiß ich nicht. Hat sich in der Mitte eigentlich ganz gut gehalten, also könnten eigentlich nochmal Ogre Mitte spielen. Ich glaube, der Ogre war definitiv Ja. sinnvoll belegt. Also für mich war der Ogre MVP, definitiv. Ja. Ogre und Pack haben halt auf den beiden Seiten jeweils ganz gut gemacht. Akira und Shaker, okay. Ja, Teamfight. Aber ich weiß nicht, Jakiro First Pick ist halt immer so, hä? Ich hab's immer noch nicht ganz. Also, Jakiro war mal gehypt, besonders als Support mit Liquid Fire und als Pusher, aber irgendwie jetzt gerade sehe ich halt nicht so ganz ein, dass der so ein First Pick ist. Ich habe ihn heute schon zum zweiten Mal gesehen. Hast du da irgendwas letztens gesehen, aller Meta-Änderungen? Also ich sehe ihn in jedem Game eigentlich, in fast jedem Pro-Game. Wenn er nicht gebannt ist, ist er gepickt. Also er ist definitiv ein sehr starker Held, da kann man nichts dran drehen. Ob man ihn jetzt als Support oder Core spielt, beides ist super. Wobei man muss dazu sagen, der Held braucht schon ein Jules. Ja, besonders als Core brauchen Jules. Ist halt so das Ding, er braucht halt auch ein bisschen Farm. Im Gegensatz zu anderen. Ja, weiß ich nicht. Also ein Oils als Core geht halt auch schon relativ schnell, muss man einfach sagen. Läuft zum 15 Minuten, dann geht es halt auch. Nur dann hast du Muss man da. eigentlich auch. Ich weiß es nicht. Ist auch wahrscheinlich eines der kostengünstigsten, effektivsten Items. Ja, das stimmt. Die Komponenten sind spottbillig. Was ich halt meine, So ist, ist. dass eventuell das Problem am Jakiro ist, dass du hast halt ein Oils und benutzt es eigentlich so als Initiation. Das Problem ist halt, du hast die Initiation vom Oils, die halt. Die ist halt so die Fußspitze. Und das ist halt nicht genug Initiation. Aber gleichermaßen hast es halt die Länge von der Initiation. Also es braucht halt ein bisschen. Es initiiert halt eigentlich den Fight, aber es hat zu wenig Range dafür. Deshalb ist halt immer die Frage, wo du das Ding einordnest. Ich Gods weiß bannen nicht, den es Ogre. ist gut als aggressives Item, sowohl als passives. Und ich meine, die Movement Speed ist auch nicht zu unterschätzen, die es gibt. Ich meine nicht, dass es Oils scheiße ist. Ich meine halt einfach nur, das Problem ist mit dem Jakiro ist, dass du halt einen Initiator hast, der keine Range hat. Also du kannst mit dem Ding nicht initiaten. Das ist halt so, dass die Range von einem Oils ist, das reicht nicht. Doch, in vielen Fällen reicht es. Also müsste. Naja, aber ein Initiator ist halt sowas wie, keine Ahnung, ein Batrider, ein Centaur, ein Clockwork. Also mit einer Range. Von mir aus Ah, kannst du auch klar. mit einer Fissure initiaten. Aber das ist halt, mit einem Oils, du kommst halt, nee, du musst halt in Reichweite vom Oils laufen, um den Teamfight zu beginnen. Und dann, also.
Deswegen wird ja oft noch ein Dagger dazu gekauft. Hero Dagger Oils? Nee. Es ist nicht irgendwie Oils und dann eher Richtung Arganems, Richtung Forstef und Richtung. Kommt drauf an, wie ein Spiel, ne? Ja, es kommt drauf an, wie viel Farm du bekommst. Mit Dagger. Ja, mit Dagger. Ein paar Leute, die alles mit Dagger spielen. Alles aber mit Dagger, Forstef und Jules. Fertig. Perfekt. Ja, Standard Dandy Invoker. Ja, das, also es, zum gewissen Maßen ist ja auch relativ neu, dass du halt Dagger auf Viper spielst. Was halt Sinn ergibt. Aber. Ist halt mit einer der langsamsten Helden, die es im Spiel gibt, ne? Es ist halt ein Panzer. Es ist halt einfach nur mal ein Panzer, der rumfährt und alles kaputt schießt. Das stimmt. Das ist halt so dieses. Du kannst dir dafür keine Blinkdagger vorstellen. Was soll das funktionieren? Also es gibt einen Star Fox, in Lilith Wars, diesen schönen Panzer von Fox, der fliegen kann und irgendwie sich halt drehen kann und so, aber naja. Ja, das Super Brawl-Ding von Fox. Aber das ist so als Viper. So ein alter russischer Panzer. Und dann blinkt er drauf, so, was? No, that's not how it works. Oh ja, sehr witzig. Ja, ich frag mich gerade, ist das ein Core Silencer? Bin mir jetzt nicht sicher. Eigentlich schon, oder? Ja. Also besonders gegen das Team, du hast einen Titan und einen Witch Doctor, die halt komplett von Silences zerrissen werden. So ein Refresher Arganems. Klar, dann hast du halt noch die Viper, von daher brauchen sie irgendwas für die Viper. Aber. Mal schauen. Ja, gegen den Panzer brauchen sie noch was. Ja, nicht gemein. Da kommt schon ein sehr, sehr guter Held gegen den Panzer. Ja, ich weiß nicht. Press the Attack hast du eventuell. Kannst du Debuff disablen. Das heißt, wenn du es gut timest, kannst du halt den Viper Strike wegmachen und dann duelen. Und dann quasi ohne Nachteile die Viper duelen. Aber jetzt mit der Medusa wird das ein bisschen schwieriger, weil Medusa ist doch schon ziemlich gut gegen Legion. Kann man den Viper Strike wegmachen? Mit Press the Attack von der Legion Commander. Debufft er wieder. Aber weiß nicht, ob der Viper Strike debufft. Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Naja, Abaddon's Shield würde es ja auch wegmachen, glaube ich. Warte, ich weiß nicht. Bin mir auch nicht ganz sicher. Müssen wir nochmal nachschauen. Ich glaube, es macht es weg, weil es ist halt so eine dieser Imba-Abilities. Diese Fiendscript disrupten können und sowas. Aber dann Shield. Bricht Lassos, macht Fiendscripts umsonst. Das ist halt. So immer. Naja, Press the Attack ist auch immer, das stimmt schon. Frag mich auch, warum Legion Commander früher nicht öfter gespielt wurde. Aber er ist wesentlich populärer in letzter Zeit geworden. Früher habe ich halt ziemlich gedacht, das ist halt einfach Bad Rider auf Melee. Aber nicht ganz. Weil halt noch ein bisschen mehr Carry ist. Viel mehr Carry. Ja. Was halt besonders lustig wird, ist, wenn Chili Willy einmal kurz zusammengroupen. So 5 Leute. Dann kommt dann Overwhelming Odds drauf und dann kommt Nekoslam rein. Also alle fallen um. Und dann kommt ein Ice Path, Makropai an alle. Also, das ist halt auch so ein Team. Also, du kannst nicht groupen. Du bist instant. Explodierst du, wenn du irgendwie mehr als 4 oder 5 nebeneinander stellst. Ah, mehr als 5, das möchte ich noch sehen. Aber ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Ja, noch den Bären vom Laundrid. Ja, oder Meepo oder sowas, ja. Meepo wäre jetzt hier perfekt für Chili Willy, oder? Easy Meepo Game. Overwhelm im Odds auf Meepo, oh Mann. Ja, einfachste Nuke der Zeit, 500 Damage oder was? Das ist hier Damage per Hero 65 mal 5 plus 160, ja, easy. 300, 500, 600, ja, 500 Damage. Boah. Kann funktionieren. Mal schauen, ob sie sich trauen, einen Meepo zu picken für Chili Willy. Aber ich glaube, ein Support-Meepo wäre halt auch hier irgendwie. Könnte noch einen Support-Meepo picken, aber. Weiß ich nicht, Sand King oder sowas in der Art eher? Nee, Sand King gegen Lissanis ist nicht so dolle gegen Earthshaker. Skeleton King noch drin? Und Wraith King ist noch drin. Das ist, glaube ich, dann auf sicher. Ah, schon wieder der Slug. Mal schauen. Diesmal besser funktioniert. Aber ich habe so das Gefühl, dass der Wraith King hier kommt. Bin ich noch drin. Gute Amounts of Stuns.
kann im Silencer drin sein, obwohl der Silencer gegen Wraith King vielleicht doch ziemlich gut ist, aber. Ja, ist ziemlich gut dagegen. Ist halt die Frage. Ansonsten. Weiß ich nicht. Stunning? Irgendwas Stunniges? Belaine? Skywrath ist gebannt, okay. Dachte schon. Ich hätte Sand King gedacht, aber das ist halt doof. Ja, das ist gut. Das ist eine gute Frage, was da noch reinpasst. Ja, eventuell was mit dem User zusammen. Also vielleicht sogar ein Abaddon. Oder ein Dazzle einfach. Ein Dazzle wäre ziemlich cool. Also ich könnte mir jetzt eigentlich sehr gut so einen Elder Titan vorstellen. Support. Ah, ich weiß nicht. Ich habe so ein paar Teams gesehen, die Elder Titan Support spielen, aber. Ja. Scheiße. Fucking Bernd. Scheiße, Bernd, das war ziemlich gut. Ich würde auch gerade sagen, ja, mit Medusa ist es ziemlich gut, mit Witchdoctor eigentlich auch. Ja, ist schon ziemlich stark, der Elder Titan. Ja. Und wenn man es richtig macht, wenn man No-Tail spielen kann, dann. Wenn. Also Natural Order ist nie zu unterschätzen. Ja, es ist so strong. Auch dann, wenn geduld wird, dann macht ja. Das viel aus. Oder du sleepst ihn halt auch einfach. Ja. Und der Sleepen funktioniert nicht, weil der Gegner greift dich ja auch an. Also wird das halt auch direkt wieder aufgehoben. Na gut, auf der Seite von Chilibili haben wir G. Good job, well, for mate. Auf dem Support-Elder-Typen mit Ralphie, auf dem Witch-Doctor. Okasan wird die Medusa übernehmen. In der Mitte haben wir Kaitora auf der Viper und Dante auf dem Tidehunter. Gods werden eine Standard-Aggressive Tri-Lane spielen mit McLovin auf dem Slug, Ebik auf dem Jahiro, Madness Hero als Stand-In auf dem Earthshaker, in der Mitte E und auf der Offlane No Plan B, der vielleicht diesmal einen Plan B haben sollte für seine Ping-Issues, was hauptsächlich anscheinend im letzten Game der Fall war. Aber Offlane Legion Commander, okay. Interesting. Oh, Pink sehen okay aus. Ja. Nee. Alle bei ungefähr 100 Millisekunden. Ja, ist doch gut. Und Top Rune ist, glaube ich, relativ einfach, eindeutig bei Gods. Bottom. Oh. So wie es halt aussieht. Auch beide Wards stehen gut. Die Offlaner. Ja. Ja, Raffi wartet halt noch ein bisschen mit der Illu-Rune. Maximalen Harris rauszuholen. Naja, Silencer Viper ist auch so ein bisschen klassisches Lineup. Oh, besonders wenn Viper nicht Corrosive Skin first skilled. Ich finde, das ist immer in so einem Lineup wesentlich stärker. Ja, es gibt halt einiges an Damage zurück, das stimmt schon. Macht, glaube ich, sogar mehr Damage als Silent. Ja. Hey Tim, wahrscheinlich. Nein, Bobster, ich kann Luis nicht anhören. Das ist ja, magst du aus dem Live-Channel ausgehen? User left your channel. Ausgezeichnet. Ja, irgendwie, kommst du in den Broadcaster-Channel da unten rein? Nur wenn du mich wahrscheinlich reinziehst. Nee, ich kann nicht reinschieben, irgendwie bin ich da nicht mehr. Müssen Tim nochmal anschreiben. Irgendwie habe ich meine Broadcaster-Rechte verloren. Für den Channel, der für mich erstellt wurde. Bisschen komisch. Ah, wird schon. Aber ja. Ja, Legion Commander ist unten relativ low eigentlich. Und hat auch eigentlich keine Regen. Was mich sehr verwundert, dass sie hier kein Pot-Up hat, aber mit Boots First ist es halt natürlich nicht so einfach möglich. Level 2 für Tidehunter auch wichtig. Ah, die Viper. Oh. Kommt hier gefährlich low, ja. Könnte das First Blood sein. Oh, der letzte Glaive-Hit. Schön. Da hat die Viper so ein bisschen den Damage unterschätzt. Ja, auch einer der wenigen Matchups, wo du auf dem Silencer Curse of the Silence wirklich maxst. Kein Last Word. Und der braucht dringend seine Bottle. Oh,
Ja, findet dann auch die Stärke Regen nur noch top. Oh Gott, das ist richtig assi. Da freut er sich drüber. Trotzdem haben wir einen Tidehunter, der jetzt hier eventuell mit der Fische ausgeblockt werden kann. Aber nee. Ja. Ja, die Supports treiben ihn da raus, aber. Kraken Shell Level 2, das ist easy. Ja. Aber immerhin treiben sie ihn da raus. Aber wir müssen jetzt eigentlich aufpassen, dass er eben nicht da hochgeht. Ja, aber. Na, Smoke Mitte. Mit der Titan und einen Stun. Das ist die Frage, wie weit eh jetzt da vorgeht. Kommen aber von hinten, könnte durchaus hier sinnvoll sein. Aber doch keine Natural Order, ne? Ah, aber wunderschön. Oh, der, nein, die Bounce ist weg, aber es reicht trotzdem. Reicht trotzdem mit der Regen-Rune, das ist halt sehr schade für ihn. Sehr schade dann, aber ja. Hat gereicht. Ja, ansonsten in der Mitte extrem even. Jetzt wieder. Ich glaube, die Viper verliert ab jetzt das Matchup. Was ja, je nachdem, wie viele Rotations noch kommen. Bottom Lane, okay. Legion Commander. Hat's gemerkt, obwohl sie kein Ward hat. Und Titan, da ist er doch relativ weit rausgeholt worden hier. Jetzt schon wieder unten hergehen, holt sich aber die Rune eventuell einfach. Silencer, ja. Regen und Rune aktiviert sich dann gleich mal von selber. Aber kann man halt nichts machen. Vielleicht sollte Legion Commander da nicht hochgehen. Oder vielleicht doch. Ah. Jetzt kommt doch der Damage raus. Nö. Wird's aber überleben. Alles easy. Regeneration. Ja. Invis Rune auf dem Titan da top. Mit der Sentry Ward wird sie gesehen. Auch schön so dieses I don't care. Oh ja. Hau ich noch einfach. Buff. Ich hallo. Mal drauf. Ich weiß schon lange, dass du da bist. Ein Viper in der Mitte. Fällt richtig, richtig stark zurück. Ja. Wir müssen halt eigentlich in der Mitte ganken. Aber jetzt kommt tatsächlich Earthshaker, um dann noch ein bisschen mehr nach vorne zu werfen. Kein Ward, der die Rotation spottet. Aber, ja, muss halt gucken nach dem Tower hier. Dass er da halt die Wave zurückzieht, ne? Müsste jetzt eigentlich zurückgehen und blocken. Damit halt die Wave zu ihm ist. Gute da, ja, okay. Oder jetzt einfach die Fischer drauf. Sollte an Damage ausreichen. Nee, reicht auch. Oh, 20 Leben. Nicht. Oh. 20 Leben. Er hätte doch einfach abwarten können. Das wäre halt schon drin gewesen. Allerdings sollten sie das Lag nicht oben alleine lassen. Also der Titan da verhindert ihm halt einige Last Hits durch den Anchor-Smash und durch die Nice. Ja, und außerdem bekommt Tidehunter halt auch was daraus. Und ja. Blinkdagger Titan Early, Blinkdagger auf dem Titan, da ist echt stark. Ja, aber 8 Last Hits, deshalb meine ich halt, ist gerade nicht so viel. Ah, Rotations top, Dual Lanes, vielleicht passiert da was. Aber Mitte erstmal. Dann ist er, hätte gerne diese Rune gehabt, aber. Nope. Aber auch bis jetzt keine Stacks für den Tidehunter. Ein Tide? Nee, ja. Nee, keine Stacks für den Tidehunter. Ja, na gut, Ancient Stacks halt, ja. Ja, das wird öfters mal übersehen. Also auf Dire war es früher einfacher, aber. Ja, man merkt einfach den Unterschied zwischen. Oh, jetzt kommt tatsächlich ein Engage auf den Slug, aber. Nein. Dass er da. Oh. Gepanickt hat. Er hat halt einfach gepanickt und hat seinen Pounce gemacht, der genau in den Titan rein wäre. Wenn er da weggepounced wäre, hätte er überlebt. Weil die Fischer sehr gut war. Ja, war schön, die
die Möglichkeiten gesehen, einfach. Mit der Ravage ein Solo-Kill auf der Offlane. Das ist definitiv ein wichtiger Kill, besonders auf Slark. Ja, also auch schön, dass man die halt die Möglichkeiten sieht. Und dass sie sieht, okay, von den HP reicht es und außerdem mit dem Support zusammen passt das. Ja, Viper fällt in der Mitte doch nicht so stark ab, wie wir erwartet hätten. Und jetzt kommt die Rotation und Balancer ist tot. Ja, ist halt irgendwie, ja, gut. Bisher waren es halt doch wesentlich mehr Rotations in der Mitte, als Chili Willy bekommen haben. Wesentlich mehr Gains von Chili Willy als von Gods. Das zahlt sich hier halt aus. Und wenn er, klar, wenn er alleine gelassen worden wäre, dann hätte er die Lane gewonnen, aber das ist halt gerade der Punkt. Das kann man halt so nicht sagen. Okay. Besonders mit Earthshaker. Wäre da eigentlich schon ein paar Rotations möglich gewesen. Hat ein guter Smoke, aber der leider nicht zum Erfolg geführt hat. Dann. Ja, Legion Commander braucht auch noch ein bisschen. Er hat halt auf 800 Gold, Legion Commander auf 0 Gold und braucht erstmal Power Treads. Naja, dauert das noch ein bisschen. Doch definitiv, der Titan darf vorher den Blink Dagger haben. Ja, Medusa ist auf beides gegangen. Also. Oh ja. 6 Minuten 40 hatte sie. Das wird sich richtig gut für sie auszahlen. Ja, das Game könnte lange gehen. Ansonsten relativ wenig Action gerade. Oh ja. Wenn die Grafen gucken, 1000 Gold für Chili Billy. 1050 XP für Chili Billy, also nichts. Medusa ist gut im Jungle. Es gibt halt auch mit dem Elder Titan und dem Witch Doctor gut Space. Und das Witch Doctor braucht natürlich Level 6 doch schon sehr viel. Wahrscheinlich auch einer der Supporter, wo sich einen Early Aghanim Scepter sehr bezahlen macht. Oh ja. Oh ja. War ohne Chrono. Wahrscheinlich mit Ancient Apparition der beste Aghanims-Träger von den Supports. Oh. So, Elder Titan könnte jetzt hier ein Problem haben. Aber scheint soweit auch wegzukommen, besonders mit dem Bonus, was er jetzt hat. Ah! Ah, Duell. Nein, schafft er nicht, okay. Rechtzeitig. Und vielleicht sollten sie da nicht unbedingt in die Cast reingehen. Aber Global Silence ist darin, aber Ravage kommt genau so, dass er das TP unterbricht. Und dann sind das 2, 3 Easy Kills. Schade für Gods, aber ja, ein bisschen weit gedived, würde ich mal sagen. Ein bisschen sehr weit. Ja. In der Mitte Lane wird das Ganze vielleicht der Silencer gewinnen, weil Last Word geprockt hat. Oh Gott, war das böse gesneakt. Ja, es ist immer gut, Intelligence zu stealen. Naja, die hätte er so bekommen. Ja. Und nicht, wenn er dabei gestorben wäre. Ja, aber der. Die Fischer halt zum Stealen, meine ich. War halt sein. Tschüssli. Das sah schon so aus, als ob die Fischer unnötig gewesen wäre. Ja, aber wenn sie früher da gewesen wäre, hätte es den gleichen Damage gegeben. Das stimmt. Das habe ich nicht so genau beobachtet. Der Curse of the Silent ist schon sehr stark gegen einen 1-Skill-Hero. Ja, ja. Hat schon. 300 Damage. Not reliable Damage. Dire's top tower is under attack.
Aber jetzt mit Legion Commander ist da, findet die Medusa, die will er vielleicht nicht, will sie vielleicht nicht finden. Jetzt wird in der Mitte schönes Score gemacht, oh ja. Wenn ein Score heißt in der Mitte, dann ist es definitiv. Oh, sehr schöne Death Ward auch. Ja, aber gut, da ist doch Jakiro genau reingelaufen. Also. Aber damit will mich Rune auf Legion Commander, ne? Allerdings. Ja, aber. Ja, reicht nicht ganz. Und war halt auch ein bisschen das optimistisch. Hat einfach, das Shield hat ja viel zu viel Damage gefressen. Ah. Hätte dann einmal heller aufbauen können. Ja, das ist schade. Gods haben halt schon die richtigen Plan, aber Chilibiter sind halt einfach besser vorbereitet und reagieren besser. Und teilweise Support ist die Execution. Sind auch irgendwie immer in der Nähe. Die Execution lässt halt teilweise ein bisschen zu wünschen übrig. Naja, prinzipiell ist es halt der Dive unten, der da ein bisschen mitspielt und nicht so gut geklappt hat. Ja, aber auch noch Slark wird ja auch noch bald kommen. Ja, Slark farmt sich langsam. Ja, mit den meisten Last Hits. Aber natürlich die Midas ist da halt. Ist ja doch die Frage, wie viel Impact er haben wird. Weil hier ist nicht so viel wirklich squishy viele dabei. Viel gepinkt in der Mitte. Ja, viel gepinkt, ja. Schön, dass Shaker erstmal Deny mit der Medusa gemacht. Punk. Ja, ein Schadentotem ist halt nicht zu unterschätzen vom Damage. Ja. Und der Silence sollte jetzt genau ja der Punkt sein, aber hilft halt alles nichts. Denn Gods sind nicht rechtzeitig da gewesen. Da fehlt es auch einfach an Rotationen, also. Also es wäre ein TP gewesen, so. Ein TP. Und beide Supports haben kein TP. Earthshaker ist gerade TP'd, zugegeben. War auch definitiv sinnvoll. Jetzt schüttet sich die Viper, weil sie zu weit vorne ist und geduldet wird. Oh, extra Oder Damage für die Viper. Nicht. Ganz knapp. Ah, kein extra Damage. Immerhin kein extra Damage abgegeben. Ja, Ralphie, irgendwie. Das nicht so funktioniert, wie man es wollte. Eine Mega-Kill-Streak von Slark, ja. Naja, aber halt, wenn am Anfang Jakiro schon da gewesen wäre, dann wäre das auch ganz anders laufen, wenn halt Rotations kämen. Ist das irgendwie gerade nicht der Fall, dass. Ja. Ja, nach der Action in der Mitte wird es jetzt langsam wieder ein bisschen ruhiger. Ja, beide Seiten warten so ein bisschen darauf, dass die Ultis wieder abkühlen. Ravage in 90, Global Silence in 45. Und, ja, er hat halt ein Ulti in 3 Levels oder so. Ja, 4 wahrscheinlich. Ja, nein, 10, 11, oder? Ja, 4. Richtig rechnen und dann passt es. Ja, aber Earthshaker auch so langsam auf seinen Blinkdagger. 700. Auch interessanter Bild, sieht man nicht so oft. Sein Schadentotem gleich mit Fischer. Und Aftershock nur auf Level 1 geskillt. Ja, das habe ich auch quasi noch nie gesehen. Interessant. Das ist in dem Sinne nur eine Sekunde Stun, die du aufgibst, aber. Besonders beim Echo Slam ist es halt genau die eine Sekunde, die du brauchst, halt, um Stunlock zu machen. Andererseits wird der Echo Slam halt jetzt nicht so perfekt sitzen ohne die. Oder im Blinkdagger, von daher hat er noch Zeit. Vielleicht ist es halt so der Gedankengang, den er verfolgt.
Ja, man hittet halt auch schon wesentlich härter mit dem Enchant-Totem. Ja, das noch. 300% extra Damage ist schon nicht schlecht. Oh ja, besonders wenn man so ein Tower hinein muss. Mal schauen, ob jetzt die Mitte geforst wird. 3, aber ja, das ist halt. Chili Willi bringen halt direkt extra Support, extra Leute rein. Und jetzt muss halt Gorns definitiv sich sicher sein, okay, wir wollen hier nicht fighten. Wir wollen gucken, was die Leute da unten machen und zu beiden Cores und dann. Ja. Aber in so einem Silencer gegen die Medusa ist auch schon ziemlich gut. So. Aber Medusa farmt Zim sehr fröhlich vor sich hin. Ja. Ja, ja. Bitte wird jetzt fallen, da keine Rotations kommen. Ja, gegold wird jetzt wohl doch. Global Silence ist an. Und keine Engage kommt, sehr gut. Das war vielleicht nicht so gedacht. Vielleicht jetzt hätte der Global Silence besser gebraucht. Tja, das war wohl nicht so dolle. Absprache hat da nicht gesessen. Global Silence wesentlich zu früh. Ein Silencer war unten am Farmen. Hätte vielleicht einfach nach oben gucken müssen, so, okay, was macht der Titan da und wann ist die Situation perfekt. Da hätte er, glaube ich, noch 3-4 Sekunden warten können. Auch Silencer immer noch kein Agamemnon fertig. Nach 19 Minuten, okay, aber ja. Ja, ist die Frage auch, ob er direkt auf das Agamemnon geht. Ja, sollte. Wäre ich mir gar nicht so sicher. Ja, ich kann mir das gut vorstellen, dass der Forst. Oh Gott. Ketchup Midas, okay. Ja, leider ist die Midas leider 13 Minuten nach der Medusa erst fertig. Ja, ich bin auch der Meinung, dass ich wahrscheinlich einen Aghanims wesentlich besser gemacht hätte. Ah gut, sie gehen davon aus, dass das Spiel lange geht. Kann man ihnen definitiv nicht verübeln. Wow. Das war ein schönes Aghanims Scepter. Woher kommt denn das? 518, ja, okay, ja, gut. Okay, Gods sind hier sehr, sehr greedy. Oh! Schöner Echo Slam. Schöner Echo Slam und direktes Duel, aber halt auch war Ravage, war halt auch down. Aber immerhin bisher 2-2 und das Witch Doctor Ulti. Oh, und jetzt das Ach, Ulti. Du Scheiße, kompletter Teamwipe. Oh Gott, dieses Witch Doctor Ulti. Dieses Witch Doctor Ulti. Ich möchte meinen, dieses Aghanims Scepter kam passend. Aber ich glaube, es gäbe keinen passenderen Zeitpunkt dafür als dieser Zeitpunkt. Holy moly. Auch sehr greedy von Gods hier, einfach durch den Tower durchzugehen. Siehst du auch, was hier eingezeichnet wird. So, seriously, hier durch. Damit rechnet immerhin keiner, das stimmt schon. Fight wäre auch eigentlich ganz gut gelaufen, aber der Witch Doctor stand dann auf einmal da. Mit der Death Ward, die nochmal 2 Leute getötet hat. Ja. Gerade Level 2 Death Ward, gerade Aghanims fertig. Naja, war noch Level 1. Achso. Wahrscheinlich ist er nach Level 2 geworden. Oh. Ja, dann werden wir noch ein bisschen mehr Damage sehen gleich. Vor allem ist halt jetzt so wieder auf Cooldown, ne? Ja. Ja, es hat keinen langen Cooldown. Man kann man eigentlich immer machen. Hast du es auf der Bottomlane gesehen? Oh, okay, ich habe nur das auf der Toplane gesehen. Okay, auf der Bottomlane war es halt ein einfaches Legion Commander, duelt den Elder Titan. Und Elder Titan sagt sich, haha, ich mache einfach kurz vorher Earth Splitter. So, Ulti rausgeholt, dann muss er auf jeden Fall den Ulti machen, wenn er jetzt duelt. Was macht Legion Commander? Eindeutiges Blade Mail an und Duel. Earth Splitter kommt raus, BAM, Blade Mail tot. Er hat ihn quasi halt irgendwie von halbem HP instant mit dem Blade Mail getötet. Ah, Blade Mail ist schon ein starkes Item gegen die krassen Ultis. Ja. Ja, wenn du es halt so in der Ravage drin hast und da kommt Witch Doctor Ulti. Also besonders halt Witch Doctor könnte sich halt gerade ziemlich schnell umbringen. Ja, aber wir haben den Echo Slam ist jetzt fertig, so sind Gods eigentlich wieder einsatzbereit.
Und ja, er splittert halt auch nicht so viel Cooldown. Ja, ein Witcher natürlich easy auf dem Weg zum BKB. Und ja, wenn das BKB Arganims noch so 25 Minuten fertig würde oder so, das wäre so, Gott, was willst du noch machen? Oh, oh, oh. Jetzt einen Blinkdagger. Das wäre perfekt für Plan B gewesen. Aber hat er keinen, ne? Hat halt keinen. Plan B. Hat halt keinen Plan B. So, und jetzt wird das. Oh, 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 Global Silence. Zu spät. Aber kommen wohl anscheinend noch raus. Der Silence. Ja, der kam doch gerade so noch. Und jetzt kommt so mit Jack und hier. Ach du Scheiße! Es zerstört einfach nur. Das war irgendwie 4 Bounces für einen Earthquake oder so, so mächtig. Oh. Aber ja, okay. Kommt weg. Ja, Medusa hat auch schon BKB. Zepter Damage 120. Ja, Medusa hatte gerade 5000 Gold. Hat sich wahrscheinlich gerade einfach mal instant geklickt. Ja, einfach mal rechts klicken. Klick. Tja, ich weiß halt auch nicht wirklich, was die Genie Witchdog da machen sollen. Das ist seriously 9, 2, 11. Ah. In 30 Sekunden ist es einfach wieder für ready. Ja, wenn jetzt hier einfach gekitet. Aber schönes Makro-Fire allerdings. Seit BKB und so. Deswegen noch im Umdrehen noch versteinert, bitte. Ein Winner! Und die Viper. So ein Ghoul müssen sie halt immer auf den Witch Doctor haben. Ja. Ja, Chili Billy haben wir doch jetzt gefightet ohne Ultis. War ein bisschen overextended. Muss man natürlich auch dazu sagen. Aber im Prinzip. Ja, Earthshaker für Witch Doctor getradet und halt teilweise auch BKBs runtergebracht. Loser BKB ja, und runtergebracht. Noch den Dual Damage dazu. Genau, Dual Damage, also es war relativ gut für Gons. Natürlich haben sie T2 verloren, aber das war hauptsächlich wegen dem letzten Teamfight. Und demnächst könnten wir auch mal in Richtung Roshan was sehen. Und ich glaube, wir werden jetzt einen Blinkdagger endlich auf dem Legion Commander sehen. Jupp. Auch einige Zeit her. Dann, wenn er die Medusa irgendwann mal wieder low sehen sollte, dass dann doch dran gekommen wird. Ja, allerdings sollte halt er diesmal gucken, dass er halt diesmal definitiv Backup hat. Also sonst bringt es halt nicht so viel. Okay, wir schauen uns meine Grafen an. Wir haben 10.000 Networth vorne für Chili Willy und 10.000 XP vorne für Chili Willy. Ja, Viper ist vorne, aber Engage. Oh nein, hat vergessen zu blinken. Tidehunter wurde doch noch. Wird doch direkt ausgepinkt. Ja, direkt rausgepinkt, ja. Und Legion Commander wurde leider gesehen und ist AFK. Oh nein, das ist so bitter. Gerade ein Disconnect gehabt. Das ist so bitter. Ja. Ah. Hatte gerade. Da muss ich wohl jemand eine bessere Verbindung oder einen besseren Rechner besorgen. Das ist natürlich immer unglaublich. Shiva Ultio, come on. Bam, Helder Titan holt sich den Kill mit dem Stomp. 90 Damage, okay. Ist jetzt nicht der unglaubliche Damage. Ja. Tja, okay, jetzt Gods hätten so langsam jetzt die Chance halt zu goen. Im Springen blinkt Tidehunter einfach mal vor den Pounds. Ja, Witch Doctor, also auch 1000, ja auch 800 Gold bis das BKB fertig hat. Und dann... Aber hilft halt trotzdem nicht gegen das Duel. Ja, okay. Ja, muss halt abwarten, wenn das Duel kommt und dann geht er rein.
Ja. Und nach dem BKB kommt halt eindeutig das Blink Dagger, oder? Einfach so, okay, ich warte nur noch auf das Duel. Und auf den Global Silence. Ah, okay, das funktioniert nicht mit Blink Dagger. Ist ja noch der Global Silence da, der das BKB überschreibt. Ja, wenn das BKB vorher gemacht wird. Ja, ja. Aber ansonsten muss er halt das BKB an den Silence weg. Deshalb muss er halt quasi auf den Global Silence warten. Oh ja. Und auf den, auf das Duel. Irgendjemand muss geduelt werden. Global Silence und dann BKB reinstellen und fertig. Aber das muss halt auch Titan da selber auch machen. Jetzt erstmal Full Fresher gehen. Und da jetzt kommt's. Da kommt 27 das. Minuten, naja. I'm not convinced. Aber wenn du noch ein Fresher rauskommst, ich glaube, das ist trotzdem immer noch super stark. Ja. Ja, Zeriline hat schon sehr auf Magical Damage. Aber das Head Refresher ist halt nochmal irgendwie mindestens 10 Minuten weg. Und ja, wir haben halt eine Dusa einfach. Wir haben eine Dusa, klar, die halt auch von dem Ulti halt Probleme macht, weil das halt auch das Mana-Shield runter tickt. Aber bis dahin hat sie wahrscheinlich 2000 Mana und dann ist die 300-400 Mana von dem Curse nicht mehr so viel. Oh, es ist immer noch viel Damage, das ist absorbt. Ja, ja, genau, das meine ich halt. Also das Mana-Shield ist dann halt. Der hat so viel Mana, dass der ein bisschen Curse of the Silence da nicht so viel bringt. Ja. Ups. Kurz auf die Medusa getroffen. Dark ist sich auch nicht sicher, ob er da wirklich weg will. Das ist gerade wieder sehr, sehr passives Spiel. Ja. Finden hier eventuell Jack Hero, der noch auf Mac geht und das wahrscheinlich in, ja, bei Minute 35 haben wird, wo es dann vollkommen nutzlos ist. Das ist sehr interessant, dass sie hier in den Wald farmen. Ja, irgendwie ist es halt so, genau. YOLO und Living on the Edge, so eine Mission dazwischen. Aber jetzt hätte Jack Hero dann doch gefunden, aber... Seriöslich. Stimmt. Oh, sehr, sehr guter Blinkout. Ja. Maledikt. Wird jetzt sterben. Oh, bam. Wait for it. Die Viper ist auch low, aber... Hat ihr BKB an? Könnte mal seinen Echo Slam nutzen, einfach dafür? Na gut. Ne, will er nicht. Lieber, dass alle sterben. Na, Raffi. Ah, hat immerhin aber noch den Damage rausbekommen. Und tickt. Ach, hast du gerade diese Zahl gesehen, die da hochgetickt ist? 500 irgendetwas. Nein, 700. Oh, nur vom Maledikt. Ja, okay. Da ist no escape. Ja gut, okay. Ich glaube, es geht so langsam Richtung Ende des zweiten Spiels. Ja, ein Teamfight sehen wir noch. Wobei. Die weiterhin eins nach dem anderen reinfielen. Kyrie ist jetzt nicht so wichtig für ein Teamfight, aber wäre schon eher cool. Klingt der Ghost Shaker, vielleicht machen sie da nochmal was. Jetzt auch noch ein Refresher auf dem Tide. Ja, easy. Direkt Refresher genutzt. Ja, gut. Rex mal genommen, aber... Legion Commander pinkt hier unten hin. So von wegen, warum haben sie das uns da gesehen? Aber ich glaube mal... Also entweder war es halt Pathing. Nee, er hat hier gekämpft. Mhm. Und da hatten sie ihn wegen Ward gesehen, da ist er hier hingegangen. Naja, aber Legion Commander war ja hier drin, ne?
Und Titan ist halt auch reingegangen. Ja, genau, weil er dachte, sie ist da. Na gut, haben halt hier unten Division hier unten gehabt, ne? Und Division hier oben gehabt und dann war halt relativ klar, wo ist. Wo sie ist. Titan, da wird absolut nicht dem Silencer hinterherkommen. So, also jetzt schon, aber. Der ist. Die sitzt zuerst, kommt die Fische dazwischen, dann kommt der Ice Path dazwischen, so, hört auf. Ja. Ja, ich glaube die Medusa. Who the fuck are you? I don't care. Ja. Und was der Damage auch macht mit der Natural Order, ne? Ja. Ah, Ice Path daneben. Das ist bitter. Dante wird dann wahrscheinlich jetzt down gehen. Echo Slam. Hängt noch drin, aber hilft halt nichts mehr. Atz. Medusa kriegt tatsächlich noch den Kill. Ja, und Slug. Fällt dann auch noch gegen die Viper. Der Dark Pact macht übrigens auch anscheinend das Viper Strike nicht weg. Ah, okay. Bin zu stark. Das ist der einzige Skill, den Viper hat, ne? Ja. Ja. Zick, zick. So, ja, Slug ist das Einzige, was er noch tut, aber es sieht mir relativ vorbei aus. Hui. Ich würde noch Raffi nehmen, aber nein. Auch das reicht nicht. Dann ist der Buyback. Slug führt die Leute noch ein bisschen in die Irre hin und her. Ja. Oh, da steht der Witchstalker. Doch noch gefunden, na gut. Medusa sollte auch noch down gehen. Oh, die Medusa, ja. Medusa, Medusa noch. Sterben. Das ist eine halbe Sekunde. Und Titan da. Ja. naja, also. Eine Doppel-Ravage. Das hat sich nicht gelohnt. Das hat sich nicht gelohnt, nee. Besonders. Oh. Was? Okay. Triple Kill, was? ja, okay. Also, er hätte definitiv noch mehr bekommen, hätte er einfach vorher noch einen Anchor-Smash gemacht. Andererseits ist halt doch die Frage, wie sehr Mana ist. Nicht sicher, ob er noch guten Mana überhaupt gehabt hätte, um Anchor Smash, Gush und dann nochmal dasselbe zu machen. Aber halt. Einfach mal YOLO. Ah, das war nicht Time. Ja, aber. Ja, okay. Ist halt einfach auch schneller. Alter. Die extra Movement Speed from Spirit ist schon krass. Ja. Aber 46-17, was soll man mehr zu dem Game sagen? Ja, ja. Na, das, den Networth Graph auf jeden Fall, 20.000 Medusa. Und, ja, den Networth generell, der mal über 25k war. Bin noch ein bisschen geallchattet und vielleicht entweder jetzt GG gesagt oder wahrscheinlich aber ich glaube, es gibt noch einen Fight. Ja, ja, ja. Einen gibt es noch. Und zwar jetzt, wenn Elder Titan auf den Checker trifft und beide sagen sich so, nee, eigentlich nicht. Witch Doctor erstmal Face Boots noch gekauft, so hey. Was machen wir aus den Brown Boots? Na klar, Face Boots. Hm. Ah, Roshan scheint es jetzt erstmal zu werden. Und ein Smoke. Um Roshan zu countern. Vielleicht sollte aber Slug jetzt auch dabei sein. Aber das sein Team hat nicht mitbekommen, dass Slug halt einfach nicht kommt. Und,
Also kriegen nicht down. Ah, doch, gerade so. Das war definitiv wahrscheinlich einer der wichtigsten Kills für den Fight. Naja, der Fight ist halt... Also es sieht nicht so, als ob das einen Unterschied macht, oder? Ja, es macht halt keinen Unterschied, aber... Ja, Silencer war nicht ganz drin, aber... Naja. Also... Weiß auch nicht, sie wollten halt fighten und Slug war halt... Slug geht halt weiter runter und farmt weiter. Da gibt's wohl ein paar Miscommunications. Rasch, dass das Vibe immer noch keinen Blinkdagger hat. Ich wollte schon sagen, auf was wartet ihr mit dem Force-Staff? Auf irgendwas anscheinend. Und da kriegen sie ihn an. Jeder hat hier ein BKB, natürlich. Schöne Force-Staff! What a play! What a play! Wunderschön. Und Echo Slam noch. Straker holt sich von Elder Titan, Killing Spree. Titan, das stirbt da auch noch, aber die Medusa ist zu strong. Nein, Medusa. Der ist alles egal, die kann jetzt wahrscheinlich auch in 5 drinne stehen. Sieht nicht so aus. Also Mana verliert so relativ schnell. Ja, aber macht auch ein bisschen viel Damage. Ja, den Winner hat er noch bekommen, aber dieses Witch-Doktor, die macht halt einfach mal alles kaputt. Oh. Ups. Ja, Teamwipe. Jetzt. Ja. Einmal gegenpushen gegen die 4 Tower, die noch hier stehen. Ja, ich meine, sind hier nur noch 4. Hm. Ja, ganz klar, das Comeback. Buyback-Status, Medusa hat Buyback, Witch Doctor hat Buyback, okay, alles ist nötig. Oh. Auch schön bei Witch Doctor, der Panic Mode wurde activated. Erstmal BKB anmachen. Ne, Quatsch, erstmal Ghost Scepter anmachen. Und dann schnell das Ghost Scepter mit dem eigenen BKB purgen und dann einen Hit vom Slug bekommen und umfallen. Ja. I'm panicking! Oh, sie kriegen Roshan dafür. Hm. Not bad. Aber es wird halt wahrscheinlich nichts ändern. Ja, nicht wirklich. Aber wir haben noch alle Chancen und es wird ultra knapp und stay tuned und subscribed und ja. Es hat einfach sehr stark in der Mid-Game-Execution bei Gods gefehlt. Ja. Early-Game lief ganz gut, aber Mid-Game danach... Ja, das Problem ist halt, Jelly Willy hat halt, glaube ich, mal den Druck an der richtigen Stelle angewendet. Und das war ganz klar die Mitte mit Silencer gegen Viper. Oh. Weil hätten sie da halt nichts getan und hätten Gods da halt auch nichts getan, dann hätte der Silencer halt so stark gewonnen, hätte halt wesentlich schneller schon seine Items gehabt. Oh, es kann sein, dass wir noch hier den Refresher auf dem Silencer sehen werden. Ja, aber trotzdem 10 Minuten zu spät. Oh. Geil ist halt, wenn so 16 Minuten Argenems rauskommt. Oder machst halt Argenems an und alle sind out of Mana. So was. Das sind halt so die Dinge, die Spaß machen. Ja. Und Nexus Smoke. Und Sen ist es auch nicht da. Versuchst du Split pushen, aber wie es aussieht. Werden das jetzt hier einfach Chili bis zum Thron werfen. Aber dafür eine schöne Fische. Den Ice Path, aber nächster. Und der Silence kommt anscheinend auch nicht. Gar nicht. Ja. Oh, jetzt. ja. Wir hatten eigentlich einen extra Damage bekommen. Ah, hier. Ja, der Witch Doctor, der geht richtig ab. Witch Doctor, der geht richtig ab, oh ja. Und jetzt kriegt ihr schon richtig extra Damage. Jetzt wird erstmal das Ulti reingestellt. Dong, 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 easy. Oh. Stoppt aber nicht mehr. Stoppt aber nicht mehr, na gut. Ja. Okay, Witch Doctor MVP. Witch Doctor OP. Oh Mann.
Ah, ne, hier war definitiv bei Gods gefehlt an den richtigen Support-Rotations. Ja, hätten sie da halt auch öfters den Earthshaker in der Mitte abgestellt, der die Kills verhindert hätte. Aber Plan B auch wieder. Wieder nur gefeedet, der Plan B. 2-12. Naja. Hat auch am wenigsten gefeedet. Supports. 4-14, 2-13. Ist jetzt super interessant, weil was haben wir auf der gegnerischen Seite? Wir haben einen Witch-Doktor, der nicht gankt, eine Viper, die nicht gankt, der da Titan, den man kommen sieht, eine Medusa, die nur farmt, dann haben wir einen Titan, der nur im Teamfight was macht und trotzdem sind sie halt so oft gestorben. Aber, naja. Also. Wohl, sollte halt nicht sein. Slug hat sein Bestes getan. Und Silencer war nicht so oft beteiligt. Naja. Hat noch nicht ganz gepasst, aber wie gesagt, Chilibili sind halt auch sehr weit oben in der Rangliste. Ja, man merkt, die Kommunikation ist bei Chilibili definitiv besser. Na gut. Danke fürs Mitcasten. Das beendet ja die ESL ThinkFast Razor League Gruppen Stage 2. Morgen kommt die ESL ThinkFast Razor League Gruppen Stage 3 von 5. Und da werden wir vielleicht mal wieder 3D-Max sehen und ein paar anderen. Außerdem Northern Lions, glaube ich, habe ich auch noch nicht gecastet. Nachher kommt noch einiges davon zu. Und wir spielen jetzt bestimmt ein paar Runden Dota. Bis dann, danke fürs Zuschauen und bis morgen. Auf Wiedersehen. Ja, bis dann. War schön, mit dir zu casten.